Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Together. Total War Warhammer 2, mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir kämpfen gegen die Schergen Alith Anaris. Und ich bin natürlich nicht alleine da, sondern derjenige, der die Schergen zergen wird, der Mr. Merp, der Hi. ist auch noch bei mir. Ich grüße dich. Bin gespannt, wie ich die jetzt zergen darf. Ich habe ja eigentlich nur die Flieger, wahrscheinlich, Oder aber... den Flieger. Das ist ja nur eine Ja, Unit es sind ja leider. trotzdem mehrere in Aber einem Team. ja. Aber die werden relativ eine geringe Rolle spielen bei der Die werden vielen... nicht viel machen können. Der hat fast nur Bei Fernkämpfer. dem Da ganzen Flakfeuer da, ne? ist der hart gecountert. Das Ding ist aber, wir können vielleicht auch ein bisschen Flak Oh, feuern, links. weil die Verstärkung kommt ja direkt neben Ja, uns ich würde direkt raus. da Ne? hingehen. Das ist immer so meine Ne? Ich Taktik. glaube auch. Direkt Vielleicht abfangen, die so, meinst du so? Scheißbande. Genau. Ja, Die ne? Scheißbande direkt abfangen. Ich würde gar nicht so sehr die Fernkämpfer in den Vordergrund stellen, die Ja, Nahkämpfer nach vorne. die Inf, ne? Die Inf muss nach vorne, Genau, ne? weil ich nämlich befürchte, dass deine Fernkämpfer durch den Wald hier einfach viel zu Die sehr kommen nicht so gut abgefangen werden. klar, ja. Richtig, genau. Ja, ist richtig, ja. Und dann kannst du nämlich die Repetier-Speerschleuder, guck mal, die kannst du dann hier hinstellen und in Warte mal, diese zeig mir das gleich nochmal. Sekunde, ich und bin in doch gerade hier die. so ein bisschen bei der Aufstellung. Okay. So, wohin? Ja? Da, wo der Pfeil hin ist. Also du stellst die so hin, dass sie in der Nähe deiner Nahkampftruppen sind. Vielleicht Ja. auch noch ein bisschen weiter weg, falls du Angst hast vor Feindfeuer, dass jetzt da gleich links reinkommt. Aber eigentlich sollte alles, was jetzt da von dir angegriffen wird, in den Nahkampf gebunden werden. Und das Wichtige wäre halt einfach quasi, dass diese Repetier-Speerschleudertruppe hier in diese Richtung schon das Feuer öffnet, falls da irgendwas aus dem Wald kommt. Weißt du, damit du die schon runterhauen kannst, weil die Ja, Repetier-Speerschleuder kann ja da nicht nach links wirken. ich weiß, was du meinst, aber trotzdem Idee, was wäre denn, wenn wir sie hier hinstellen? Weil ich denke ja, dass die feindliche Armee hier hinlaufen wird. Weißt du, wie ich Ja, meine? meine Sorge ist halt der Wald hier. Der da. Da wirst du viele Geschosse verlieren. Hier Ja. hast du eine deutlich offenere Feuerzone. Das stimmt. Also ich habe einfach Aber die Feststellung gemacht, das ist dass ja genau, okay, gut. Bäume Ja, die Pest da sind. hast du recht, pass auf, aber dann stelle ich die Repetier-Speerschleuder so hin. Ja, Ich meine, genau. ich kann sie ja immer noch nach vorne oder ein bisschen nach links oder nach rechts rücken, ne? Ja, genau, aber so hätte ich das jetzt auch Und die soll vorgeschlagen. halt nur nicht so weit, die soll halt nur so stehen, dass die schon mal beschießen können, bevor er hier was macht. So, pass mal auf, da gebe ich dir die Unit trotzdem mal. Vielleicht können wir die so hier, genau, hier so reinschicken noch. Ich werde versuchen von hinten zu schießen, dann den Nahkämpfer in den Rücken. Dann Torschellere Die ja, Granitschritt. darf den Typhushustenden Die Drachen muss auf anwenden. jeden Fall, ja, sehr schön gesprochen, genau. Die darf das Coronavirus spucken, ja. Hey, wenn jetzt die Welt untergeht, und wir haben Ja. diesen Spruch gebracht, Also, weißt falls du? ihr untergegangen seid, Leute, wir entschuldigen uns dafür. Genau, dann habt ihr wenigstens einmal noch herzhaft gelacht. Das war damals noch nicht abzusehen. No. So, was hat die Schwester hier nochmal? Geschwindigkeit und Vita. Helm der Zwietracht, Debuff für Gegner. Wut des Kane verstärkt auf einen Verbündeten. Und Hexenbräu verstärkt sich selbst. Alles klar. Dann starten wir mal das Gefecht. Laufen direkt hier rüber. Ich flieg mal schon mal dahin. Und direkt hier das. Ja, das war vielleicht zu früh. You know what I mean? Naja, gucken wir mal. Mann, Gucken hört wir mal, auf. gucken wir mal. Wichtig ist ja erstmal, dass wir die Einheiten hier abfangen können. Er soll nicht so viel machen Aber können. ich sehe gerade eben echt wenig Potenzial hier einzugreifen. Ja. Ist so mega eng hier. Eine Seegarde von Lothern. Liegt dahin, Jungs. Oh, genau. Jetzt versuche ich hier den Schattenwandler ins Kreuz zu schießen. So leicht ist es nicht, du. Jetzt schauen wir mal, was der Flammenschädel macht. Naja, der wird es wichtig. Oh, der geht aber auch teilweise auf seine eigenen Dudes. Aber wie sagt der Edward the Longshanks, so schön, wir treffen die Feinde auch. Ja, das ist richtig.
Aber er sagt auch noch zusätzlich, wir haben Reserven. Hast du die? Ja, stimmt. Also Reserven habe ich nicht. Aber das Gute ist, dass jetzt erstmal gleich der erste Gegner hier gleich runter ist. Ich muss meine Einheiten mal echt ein bisschen besser steuern hier. Hey, warte mal, du musst die Kapta platt machen. Du musst deine Fernkämpfe zum Feind ausrichten. Genau, du musst den. Ja, ja. Die schießen auf mich hier, das ist blöd. Und die Schwestern von Avalon sind halt auch wirklich eine der größten Pain-Einheiten, die man überhaupt in dem Spiel als Gegner haben kann. Ich lenke sie ab. Ich bin das rosa Häschen. Oh fuck, nee, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schrecklich, wie die mich hier treffen. Meine Einheiten kämpfen aber irgendwie nicht so richtig. Das stehen so doof. Jetzt fliehen sie. Die Flieger fliehen. Und ich glaube, sie werden sich nicht mehr sammeln, bevor sie an den Rand kommen. Oder? Sammelt ihr euch? Sammelt euch, ihr Schweine! Ihr habt doch schon Moral 4. Ey, weißt du, das ist das Miese als Spieler, ne? Als Spieler hast du dann immer diese ganz, ganz selten die Chance, dich wieder zu sammeln. Die KI sammelt sich im Nahkampf mit dir. Ja. Aber ich glaube, du schaffst das. Du hast es jetzt schon auf über die Hälfte jetzt hier gewechselt. Also, ja. Flakfeuer. Ich behaupte einfach mal, ich habe sie erfolgreich abgelenkt. Ja, du hast es echt super gemacht. Nee, trotzdem ernsthaft, ne? Also, das ist wichtig, dass man hier einen hat, der so ein bisschen. Ach, shit, das war die falsche Ability. Egal. Das ist halt wichtig, dass du hier einen hast, der so ein bisschen für so die Einheiten stört und so, ne? Chaos. Weil wenn die KI da rumsteht und schalten und walten kann, wie sie will, dann bist du immer im Eimer. Immer, du musst näher. Also, deine Männer haben nicht Reichweite. Die haben keine Reichweite. Du musst näher. Ja, ich weiß. Die sind zurückgegangen, damit ich den Flammenschädel da nochmal hier casten kann, weißt du? Ach so, okay. Ja, aber die sind ja nicht im Nahkampf mit denen. Bloß die werden halt gerade immer von den Schwestern zusammengeballert. Ja. Ich wollte sagen, ich habe halt gesehen, dass die halt keine Reichweite haben. Schießen einmal bitte. Das Gute ist, dass die Schwestern halt selber für Geschosse sehr empfänglich sind. Ja, und das wird uns das Ding hier auch gewinnen. Ja, man darf nicht vergessen, die Dunkeldornen sind, obwohl sie eine geringe Reichweite haben, eine der besten Fernkampfeinheiten im ganzen Spiel für den Preis. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum ich bei Dunkelelfen immer, egal mit welchem Kommandanten, 3 Punkte in den Fernkampftree packen würde. Vorsicht, Schwertmeister von Haus in deinen Dingens, das willst du definitiv nicht haben. Ja, das will ich definitiv nicht haben, da hast du vollkommen recht. Denn wie ich gelernt habe, sind Schwertmeister von Haus, wenn sie dann doch in Nahkampf kommen, echte Badass-Typen. Oh ja. Ich sag bloß, ne, bei meinem Tyrion-Let's Play, stellt sie einfach an die Mauer und sie schlachten alles, was da kommt. Oh ja. Das ist einfach hoch und Kopf ab, hoch und Kopf ab, hoch und Kopf ab. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, das ist Fließbandarbeit. Ja. Aber sie sind halt selber dann doch sehr geschossanfällig, wie man sieht, ne? Die haben zwar. Ey, sag mal, das kann auch wiederum nur die KI, ne? Der läuft weg und greift zugleich schon wieder an. Das gibt's einfach nicht. Ja, ich weiß. Und meine Einheiten hören auf die Schwertmeister zu schießen. Warum? Warum machen die sowas? Warum machen die so einen Müll? Weil sie aus irgendeinem Grund kurz keine Line of Sight haben, nehme ich mal an. Ja, ich denke auch. Aber die Schwertmeister sind jetzt gleich down. Muss sie nur noch ein bisschen runterschießen, damit sie auch als zerstört gelten. Du musst mit deiner Tuschellre echt noch gucken, dass du eine bessere Geschossabwehr bekommst. Ja. Die hat nämlich bis jetzt nur 35%. 75% sind total easy möglich, ne? Sobald du 75% Geschossresistenz hast, kann dir auch alles scheißegal sein. Ich sehe gut, dass wir jetzt hier noch ein paar Einheiten killen. Kommst du mal zurück, bitte? Du stehst zu weit. Bald sind sie immer noch, das sind noch Schwertmeister, ne? Ja, ich muss jetzt mal gerade gucken, dass wir hier die restlichen Einheiten routen. Ich krieg halt dummerweise, ich krieg seinen scheiß Zauberer nicht tot, ne? Der geht mir halt echt tierisch auf die Eier. Wenn du mir die Bogenschützen gibst, dann werde ich versuchen, sie zu micron, dann kannst du andere Dinge machen. Ja. Weil dann orientiere ich die kurz mal um,
Ja, das ist ganz gut, wenn du da noch was machst, dann ich bin da aktuell. Ich bin halt noch Three Kingdoms gewohnt, weil ich das halt in letzter Zeit immer gespielt habe. Und da bin ich echt nur so ein bisschen überfordert. Aber ah, wir haben es schon Ja, geschafft. jetzt ist schon vorbei, ja. Amilos, 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 Amilos. Noch so viel killen, wie irgendwie geht. Wir wollen nicht nochmal angegriffen werden. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwas komplett verloren haben. Ich habe gestern in meinem Livestream ja einen Armylos kassiert, ey, da bin ich ja beinahe eskaliert. Du eskalierst sowieso fast immer, wenn du einen Amilos kriegst. Nicht ganz zu Unrecht übrigens, weil häufig ist es so, dass du noch die Hälfte deiner Armee da stehen hast und du aus irgendeinem Grund dann diesen Amilos dann reingewürgt Ja, aber bekommst, gestern war ne? es noch krasser. Gestern wurde ich habe Ja. gestern Untote gespielt und Ja, mit Heinrich Kemmler. mit Heinrich Kemmler, genau, und habe ein Armylos kassiert gegen eine angreifende imperiale Truppe, die im Grunde komplett gruscht. Ah, Vorsicht, das ist meine Toschelle. Ja, So, ich ich ändere das greife den Thema. anderen an. Ist okay, ist Nee, okay. okay. Nee, Die nee, nee, mach, mach, mach. nur noch komplett Gruschkram waren, also die hatten so noch von ursprünglich 100 Mann noch so 10 Mann pro Einheit, weißt du? Und selbst der Kommandant von denen hatte vielleicht noch so 5% seiner maximalen Gibt's nicht, das Lebenspunkte. gibt's einfach nicht. Ja, Und trotzdem habe ich dieses Gefecht verloren, weil nachdem zwei meiner Einheiten geflohen waren, also ich hatte fünf komplette Full-Einheiten bei einer Dorfverteidigung, weil zwei von diesen fünf Einheiten im Grunde gekillt wurden, bekam ich einen Army-Loss. Die waren alle zusammen nicht mal so viel wie eine halbe Einheit von mir. Okay, krass. Da kam ich mir mehr auch als nur verarscht vor. Ich komme der Dame nicht mehr hinterher, by the way. Ich guck mal, ob ich sie dann auch irgendwie erwische. Ah, der Flammenschädel. Ich habe da am Anfang vorhin einfach auch ein bisschen zu viele eigene Einheiten gekillt. Das war echt nicht so geil. Ich sage, der erste war zu sehr Naja. Longshanks. Das war dann quasi Der, also so Premium der zweite und der Longshanks. dritte, die waren besser. Damit habe ich halt die Schwestern von Avalon ganz gut erwischt, ne? Aber wenn du mal guckst, die eigentlichen Kills haben die Schwertmeister gemacht. Ne? Die Wenn die im Schwestern von Nahkampf Avalon, sind. die haben nicht viel gemacht auch, ne? Also das Ja. heißt ja dann auch wieder, der Schädel hat ganz gut geklappt, ne? Ey, aber lass mal ganz im Ernst Schwertmeister gegen deine Düsterspeere da antreten lassen. Du weißt schon, warum die Düsterspeere heißen, ne? Also. Ja, weil die so düstermäßig schlecht sind, ne? War das, ne? Das Ja. ist halt wirklich, da kannst du auch gleich Lämmer zur Schlachtbank führen Und gegen die sein Held hat Schwertmeister. 154 Kills gemacht. Ein Zauberer im Nahkampf, ja? Ja. Wenn das ein Hybridwaffenspezialist gewesen wäre, ich sag okay, ne? Also, weil die sind tatsächlich ganz gut und die sind auch manchmal so ein bisschen tanky, ne? Ja, vor allem Aber ein bei Hybrid, den also, Hochelfen aber ein kannst du ja auch ein paar Zauberer. Perks haben, die das echt stark machen. Ich sag mal nur meine Tina Turner, ne? Die hast du ja, glaube ich, auch schon gesehen. Ja, die ist krass. Die Hochelfen haben da ja bei den Hybridwaffenspezialisten, wenn du da die 60 Punkte Einfluss ausgibst, kannst du ja auch mal plus 40 Rüstung kriegen, weißt du, und plus 20% Nahkampfangriffsschaden, wo du halt denkst, boah, krass, die ist ja besser als ein Nicht-Hybridwaffenspezialist. Also, das sind dann wirklich die Sachen, die dann richtig reinrocken und dann auch noch auf den Drachen setzen. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Das ist halt einfach, Zauberer sollte nicht so abgehen, definitiv nicht. Ja, sollte nicht so OP sein im Nahkampf. Also, wir reden über Nahkampf, ne? Also, es geht jetzt gar nicht mal so für mich um. Der Es geht für mich gar Fernkampf, nicht mal so Zauberei, um das ist okay. Fernkampf. Ja. Da darfst du ruhig Damage machen. So, ich gehe jetzt hier Richtung Hotex Säule. Genau, ne? Also, ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht hat er auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat in dieser Schlacht echt vollkommen der Überblick gefehlt. Also, ich gebe das auch hier ganz offen zu. Ich war da gerade mit vollkommen überfordert. Normalerweise bin ich noch irgendwie ein langsames Schlachtentempo gewohnt, ne? Ja, Kommt bei mir manchmal auch. Manchmal muss man auch erst wieder reinkommen. Wir haben eine neue Aufnahmesession, Leute. Da musst du Ja. manchmal einfach wieder reinkommen. Aber siehst du, wie viel Armeen der hat, der Alith Anar? Siehst du das mal gerade? Guck mal gerade bei Hotex Säule. Da sind ja noch mal zwei Full Stacks. Oder was ist das? Ah, nee, warte mal. Halt, stopp, das bist du. Ich bin verwirrt. Das bin zum Glück ich. Um Gottes Willen. Nee, Meine keine Güte, Sorge. Das sorry. bin ich, das bin ich, das bin ich. Da hätte der. Ich habe mir Da gerade hätte der Sorgen Alith gemacht. Anar gerade noch fast Kla Karont gerettet. Also, ich normal, also wie gesagt, normalerweise sollten wir dasselbe sehen, ne? Nee. Deswegen war ich gerade ein bisschen Nee, ich irritiert. hab's zum Glück dann gerade auch noch an dieser roten Wolke da um
dich rum ergannt. Diese Blutdämpfe, die dich da umwabern. Ja. Aber. Die Irrelichtung ist dran, ne? Bei dir, ne? Oder? Ja, ich bin gerade eben gucken, was ich über der Schattelstraße... Falls du Kohle brauchst, sag Bescheid, ich habe 156.000. Und ich weiß, die Zuschauer sagen wieder, Günner, Baugebäude, mach was damit. Aber ich habe tatsächlich meine Provinzen relativ gut ausgebaut bereits. Ja gut, dann sag mir, wie viel kann ich anfragen, weil ich könnte diverse Dinge bauen. Ja, dann sag mal, hier, 20.000 oder wie viel willst du? 20.000 nehme ich liebend gerne. Jo, dann mach das mal. Wie viel Kohle du da, also, ja, du hast halt jetzt viele Schlachten geschlagen, ne, und hast jetzt halt auch wirklich sehr viele Sklaven dadurch jetzt schon. Du hast halt ein Einkommen wahrscheinlich jetzt schon. Ja, die entsprechenden Buffs halt natürlich noch, ne. Mhm. Und dann muss man noch dazu sagen, ich spare ja auch, was ist denn das jetzt? Achso, ah, das war noch hier so, okay. Gut, ich meine, ich werde bald auch wieder viele Ausgaben haben, wenn meine Städte weiter ausgebaut werden. Ich habe ja auch so ein paar Sachen hier eingenommen, aber das ist jetzt erstmal so okay. Ich werde übrigens noch nicht so bald eine weitere Armee aufstellen. Ich warte da noch ein Momentchen. Also erst wenn Malekith Stufe 40 ist, vorher mache ich das glaube ich nicht. Ja, und ja, muss man mal gucken. Ich hatte mir überlegen, was ich jetzt noch von Gebäude reinzimmern will. Ich bin mir meiner Hauptstadt gerade eben nicht einmal mehr sicher, was ich da drin haben will. K&K ist sehr viel spannender, die Frage. Ach cool, ich kann hier dann Kriegshydren rekrutieren. Also was ich jetzt gerne machen wollen würde, ist ein weiteres... Aber das glaube ich, das kann ich gerade eben gar nicht. Doch, ich kann tatsächlich, ich kann eine schwarze Arche rekrutieren. Mhm. Dann habe ich jetzt bei K&K eine schwarze Arche. Und dann mache ich dasselbe wie du. Der Kollege bekommt jetzt erstmal hier ein paar düstere Speere hier serviert. Oh ja, das muss ich ausbauen. Das ist so eine vorgelagerte Stadt, die unglaublich wichtig ist. Nager ist genau das gleiche. Ja, muss halt sein. Okay, das Geld habe ich sehr, sehr schnell umgesetzt gehabt. Ja, ne, du baust ein paar Gebäude und schon ist die ganze Kohle weg. So ist das bei dem Spiel halt leider. Ne? Ja, und meistens bringt die auch gar nichts, die Gebäude. Deswegen bin ich halt hier auch, ich bin eigentlich hier ne, so ein bisschen wie der schwäbische Häuslebauer und spare mein Geld, denn ich, sie ist halt immer so, sobald mal irgendwie eine unvorhergesehene Situation hier passiert, wo du doch nochmal eine weitere Armee baust, ne? Mhm. Dann bist du immer froh, wenn du ein bisschen Geld gespart hast vorher, ne? Ansonsten fehlt dir die Kohle einfach dann ständig, ne? Das ist wahr. Also, ja. Okay, ich guck mal nur ganz, ganz kurz, ob wir nochmal irgendwie jemanden hier einen Liebeshassbrief schicken dürfen. Nee, doch nicht. Zirp, zirp, zirp. Nee, ich gebe ab an dich. Cool. Das Coole ist jetzt halt, wenn ich jetzt Hotex Säule eingenommen habe und das ganze Gebiet, dann haben wir schon mal eine klare Linie jetzt wie Richtung Alles Anar. Und ich bin ganz nah an Ultuan, da wo ich hin will. Mhm. Weil ich muss ja nach Ultuan, ne? Also ich kann gar nicht in meiner Queste fortfahren, wenn ich nicht, das ist der totale Wahnsinn, ich muss bis nach Gental rein, ins Herzen von Ultuan. Das ist meine erste Anlaufstelle. Dankeschön, CA, dafür. Ich habe das Messinghorn gestohlen. Aura Größe plus 25, Fähigkeit, steh oder stirb. Abkühlzeit auf minus 35% auf Steh oder Stirb, okay. Sieht ganz cool aus, das Ding. So, dann. Das ist klar Karon wahrscheinlich, ne? Das ist das Mellekätzchen. Das wird jetzt erstmal klar Karon belagern. Angeblich gewinne ich das kaum, weil. Achso, der hat so viele Hydren, okay. Die sind dann wahrscheinlich überhaupt nicht mehr relevant. Sobald du es selber spielst, weißt du, was ich meine? Jedes Mal so. Was ist das hier denn? Ach komm, ich werde eine Einheit verlieren, aber das ist dann halt so. Ja. Ja, die düstere Schwerte. War klar, ja.
Das waren die, die vorne weggelaufen sind. Die sind einfach genau, von dem. Ja, eben. Die sind dann halt immer down, ne? Die haben sich in die Mäuler der Kampfechsen geworfen und sie getankt von innen. Von innen getankt ist gut. Das ist genauso wie damals bei. Hast du Dragon Age gespielt? Das Origins? Dragon Age Origins? Das ist Rollenspiel vor X Jahren. Ich glaube nicht. Da war das genauso. Das ist so ein Baldur's Gate-like, sage ich jetzt mal. Bloß halt deutlich moderner. So eine Gruppe von glaube einer Handvoll Helden. Ich weiß nicht mehr, wie viele pro Gruppe. Und da ist halt auch ganz, ganz klassisch. Einer muss halt den Gegner oder die Gegner oder das Monster tanken. Und da kommt es zu diesem epischen Kampf, dass du gegen einen Drachen kämpfen musst, gegen deine Gruppe. Und das ist das allererste Mal, dass in einem Rollenspiel ein Kampf gegen einen Drachen auch glaubhaft umgesetzt wurde, weil der Drache ist halt nicht dumm am Boden geblieben. Du hast mal einen Düsterspeer verloren. Düsterspeer, ja. Der ist also nicht dumm am Boden geblieben, sondern hat halt auch teilweise wirklich rumrandaliert und ist abgehoben und was weiß ich was. Und dein Ritter, das was bei mir dann halt quasi, ich weiß nicht mal, wie der Typ geheißen hat, Alistair hieß er, der hat halt den Drachen teilweise aus dem Maul getankt. Und ich hab mir plötzlich, du stehst so und rufst so, du machst das super, mach weiter, wir schießen so lang drauf. Manch einer wird sich jetzt vielleicht von deinen Zuschauern oder auch von meinen Zuschauern vielleicht erinnert fühlen an dieses Spiel. Weißt du, wo ich jetzt gerade dran denken muss? An Dragon Quest. Kennst du diesen Film noch? Nee. Das war ja nicht. Eigentlich, also Dragon Quest war ja so ein... Ich kenne den Namen. Ja, ich glaube, er hieß Dragon Quest, ohne dass ich mir da jetzt noch hundertprozentig sicher bin. Aber das war ja so eine. So, ich mache ganz kurz hier Pause mit meiner Siedlungsverwaltung, Leute. Das muss ich jetzt gerade mit klarem Kopf erzählen. Das war eigentlich so eine Parodie auf diese ganzen Mittelalter-Filme und so, ne? Diese ganzen Fantasy-Filme auch so ein bisschen. Also so überhaupt nicht ernst zu nehmen, ne? Und da gibt es halt die Stelle, es gibt halt nur noch einen, es gibt nur noch einen Drachen. Und der macht halt gemeinsame Sache mit so einem, mit so einer Art Söldner, so einem Ronin, ne? So einem herrenlosen Ritter. Ne? Und der Drache schnappt sich den Ritter halt an einer Stelle, hat ihn halt so im Maul und der hält ihm aber sein Schwert so oben in den Gaumen rein, ne? Und der Drache sagt dann so, ich beiß zu. Der Ritter sagt, ich ramm dir das Schwert durch den Gaumen ins Gehirn. Und der Drache sagt, ich beiß zu. Und dann siehst du, wie hinten so die Sonne untergeht, der Mond geht auf. Und so, ich beiß zu, ey, ramm dir das Schwert durch. Und so, das geht das, war doch, das war doch so Ende der 90er, so ein Kinofilm, ne? Ja, genau. Den habe ich gesehen, ist aber ewig. Stimmt. Da musste ich jetzt auch gerade dran denken. Und dann verbünden die beiden sich dann, glaube ich. Die werden dann Freunde, weil sie merken, sie können ja, sich ja, nur genau. Gegenseitig töten oder halt gar nicht, ne? Genau so ist es, ja. ich glaube, das Ding war auch, dass die, ich glaube, das Ding war irgendwie auch so nachher am Ende soll er ja dann irgendwie versuchen oder will er versuchen, den Drachen dann halt selber zu töten oder sowas irgendwie. Da gibt es noch so eine ganz, so ein Pseudo-Twist halt irgendwie, ne? Ist jetzt nicht so wirklich special, aber ja. Aber ich fand den trotzdem gar nicht so, schlecht. Cool, es war halt eine schöne Parodie, ne? Also wer da denkt, da erwartet jetzt dich ein ernsthafter Film, ne? Der war teilweise witzig, das stimmt. Also auch kein großes Kino, aber schlecht war es jetzt auch nicht. So, also das Malekätzchen bleibt, glaube ich, bei dieser Armee. Frage ist, was die Torschellre mit dem Granitschritt macht. Die Giftlichtung willst du ja haben, ne? Nee. Das ist deins. Warte, die nehme ich. Die Hotex-Säule nehme ich. Ich stoppe bei Hotex-Säule und bei der Irrlichtung. Und ab da werde ich aquatisch werden. Okay. Aber ich werde dann auch das machen, was mir jemand schon gesagt hat, was auch ursprünglich mein Plan war. Dann werde ich, sobald es geht, den Palast des Ruins sowie auch Tod und den Arsch der Welt wieder versuchen zu besiedeln. Ja, das gehört sich doch, ne? Den Arsch der Welt muss auf jeden Fall wissen. Einer unserer Zuschauer hat sich total über die Namen beäumelt. Ja, ja.
Ich fand die Namen auch sehr witzig. Es ist doch auch der Arsch der Welt da oben, weißt du? Will ich eigentlich eine Kriegshydra in der Armee haben? Sind die Ich gut? finde die gut, ich habe 2 Stück davon. Ja. Dann nehme ich einfach noch eine oder zwei, so als Inf-Ersatz. Ich würde sie nicht als Infersatz machen, betrachte die eher so als Inf-Ergänzung. Ja, genau. Die Ja, schmeißt man dann einfach mit in den Nahkampf rein und das Entsetzen, was die verursachen und diesen Schockschaden, den die austeilen, sorgt halt einfach dafür, dass der im Grunde einfach sofort da, wo die ankommen, eigentlich bald die Formation bricht des Feindes. Komm, ich nehme noch eine Blutqual-Medusa mit. Das kannst du auch mal probieren. Obwohl ich zugeben muss, die haben mich bisher nicht so überzeugt. Ich finde die nicht schlecht, die sind mir halt zu teuer. Aber auf Geld kommt es mir nicht so an momentan, ne? Ja, also ich bin mal gespannt, ob sie jetzt bei dir besser funktionieren, denn ich hatte immer so das Problem, dass wann immer ich die eingesetzt habe, obwohl die groß sind, sie scheinen mit ihrem Todesblick nicht über verbündete Einheiten hinwegschauen zu können. Was, Ah, weil ich okay. wollte ja nicht immer so von hinten in den Nahkampf reinglotzen lassen, aber das hat nie funktioniert, zumindest nicht in der Ah, okay. Early-Version. Vielleicht ist es inzwischen anders, aber das wäre mal interessant zu wissen. Kannst du mal ausprobieren, ob die das dann machen oder nicht? Weil wenn die nämlich dann von hinten reingucken können, ne, dann ist es mega krass. Ansonsten nicht. Boah, ich bin jetzt bloß froh, dass ich jetzt endlich noch mal einen Admiral jetzt ausheben konnte. Ich gucke mir gerade immer die Skills von dem an. Die hat. Ich finde es halt geil, die Dunkelelfen mit ihren Namen der Macht halt, ne? Ja. Unaufhaltsam, Waffenstärke plus 10% Armee des Kommandanten. Nahkampfangriff plus 5 für alle Einheiten. Das ist so krass. Das ist einfach so mega krass. Vor allem halt auch beim Namen der Macht. Wer hat den Namen der Macht, der die Armee verbessert? Das ist halt in der Regel halt einfach. Ja, also wenn du da was Gescheites bekommst, kannst du so geil dann einfach deine Armee dann von deiner schwarzen Arche spezialisieren. Das Einzige, was ich bloß immer wieder so schrecklich finde, ist, dass der Dude halt unerschütterlich sein muss. Das ist dann meistens, wenn er halt angegriffen wird und du kannst nicht gewinnen, das ist halt einfach sein Tod. Boah, minus 16 auf die öffentliche Ordnung hier. Das ist schon echt fies, ne? Warte mal, die schwarze Flut. Wie sieht denn das hier mit meinen Sklaven aus? Wie ist denn das da? Schwarze Flut hat 100 paar 10 Sklaven. Das können wir eigentlich mal echt auch gerade vernachlässigen, ne? Da können wir was anderes machen. Was haben wir denn dann noch? Öffentliche Ordnung plus 4. Ja, gut, dann nimmt das halt deutlich langsamer ab. Ne? Machen wir mal gerade hier. So, nächste Provinz. Das bleibt hier beim. Achso, die Froststraße, die hat tatsächlich noch ein paar Sklaven. Ne? Das ist okay, das bleibt erstmal so. Das bleibt auch so. Das bleibt auch so und das bleibt auch so. Ja, ich kann ja sonst gar nicht viel bauen. So, wo ist denn meine schwarze Arche? Ich sollte da doch irgendwas mitmachen. Weißt du das noch? Was wollte ich denn mit der schwarzen Arche machen? Mit der Erzenschwarche. Du hattest beim Ah, letzten. wollte ich da den Winterzahnfritzen nicht suchen? Ja, Der ist genau, doch da hatte da, ich dich ne? Das drum war doch, oder? gebeten. Darum Genau, da hatte ich dich ging drum es, gebeten, glaube ja. ich, ne? Stimmt, da war was, weil der ist da so gefährlich nah an meinen Städtchen da. Der ist in Ich muss mein unbedingt mal. Hoheitsgewässer eingedrungen. Ich muss unbedingt mal irgendwann die Aranessa Saltspite platt machen, damit ich keinen Verschleiß mehr auf See bekomme. Oh, das hätte ich auch gerne. Ne? Es gibt schon ein paar sehr, sehr coole Perks. Ich sammle ja auch Perks bei meinem Tyrion-Let's Play, hast du sicherlich schon gesehen. Und sage immer wieder: Hey Markus Wulfhart, du musst dringend nochmal vorbeikommen. Ich habe hier noch einen Kommandanten, der braucht noch Geschossabwehr. Es ist so geil. Und er macht ja nicht nur Geschossabwehr, sondern die Truppen machen dann ja selber noch mehr Geschossschaden, ne? Also aber es gibt auch so schrecklich schlechte Kommandantenboni, ne? Also, wo man sich echt so denkt, so, was? Mir fällt jetzt gerade eben keiner ein, weil die schlechten merkst du dir nicht. Das
Ja. Aber manche sind wirklich fürchterlich. The people are displeased. Oh, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Schutt und Asche. Also weil ich die Stadt da eingenommen habe wahrscheinlich, ne? Ja, da kommt jetzt hier wieder alles an nah hier und hat da gerade eben so einen kleinen Ninja auf dich geschickt. Da, die dicke Diva, die will mit mir Frieden machen, aber ich sag nö. Winterzahn ist dran. Huron schon wieder. Die größte Trollfraktion des Spiels. Also wenn man die Möglichkeit hat, als Gegner von Bretonia sie auszuschalten früh, dann sollte man es sofort tun. Gar nicht erst zögern, wie ich finde. Okay, jetzt habe ich hier diese ehrenvolle Situation, dass ich jetzt hier sowohl die Irrlichtung so, direkt angreifen kann. Muss nur noch jetzt hier bestätigen. Das ist schon mal gut. Ich bin echt, ich werde plündern und besetzen. Auch wenn ich durch das reine Ausrauben mehr bekomme. Aber ich glaube, ich komme da nicht mehr ran. Wobei doch, ich mach das. Komm, ich riskier's. Das machbar sein. Irgendwie hängt's gerade. Muss nur noch was bestätigen. Sorry, er hatte vergessen zu klicken. Okay. Drachenstandard, der hat jetzt hier bekommen. Ah ne, ich kann's. Das ist halt auch wieder so, eigentlich Bug-Using. Also ich glaube, das ist irgendwie so, oder Exploiten, dass du halt erst ausrauben und dann doch noch einnehmen kannst. Also ich glaube, das ist vom ursprünglichen Erfinder her nicht so gedacht. So, und jetzt? Boah, der Alessandra, der hat ein paar Städtchen da, ne? Toll, ey, die haben ja nichts hier. Ah ja, die haben das ja alles auf mich draufgeschmissen, ne? Ja, aber Nicht auch die Städte vergessen. haben ja nix. Guck mal, es ist ja, aber trotzdem verliere ich hier 238, Mann. Das ist klar. Ist klar, ne? Aber auch hier kann ich nochmal plündern. Und trotzdem noch besetzen. Bin äußerst fasziniert. So, ich mache noch meinen Turn zu Ende, dann können wir die Folge beenden, weil wir sind schon wieder so weit. Was nehme ich denn jetzt hier noch? Wahrsagen. Aura-Führerschaftsgröße. Korruption bereinigen. Das ist gar nicht mal so schlecht für so einen Helden. Mache ich mit dir noch? Finsternis und Verzweiflung. Oh, der schwarze Pegasus. Eine Zauberin, endlich. Das ist. Sie echt jetzt Dave? Nein, fast. Die heißt fast Dave. Die heißt der Evis. Ich benenne ihn jetzt um. Darf ich vorstellen, die Dunkelelfenhexe Eine Hexe namens Davis. Dave? Nee, nee, Dave. Dave, ja. Einfach nur Dave. Oh Gott, ey, ich krieg mich nicht mehr. So, Sklavencup. Nennen Sie doch dann David Jones oder irgendwie sowas. Davy Jones, ja. Ja, genau. Ja. Ich habe jetzt einen Haufen Kohle. Ach, weißt du was, komm, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich muss noch, wir haben sonst da dauert das zu lang. Wir haben schon 33 Minuten. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Pax Vobiscum, Valete. Tschüss.